Sí. Sì, niemand. Ja, hier vorne. Weiter vor laufen. Nicht nur Eingang. Beim Eingang steht er. Mal, wer das ist, bitte. Den kann ich so gar nicht an. So weit ist viel zu weit weg. Da spät man es aus, aber. Ja, da spät man es aus. Er kommt näher. Kannst du ihn anvisieren irgendwie? Nee, ne? Riss mich ganz kurz mal aus. Bin ich nicht. Wenn ich anvisieren, so schnell wie derjenige rennt. Eis ist da schnell. Wo ist da Fichtental? So, Freunde der Nacht. Torhall? Ich glaube, wir werden gerade ein bisschen ausgespäht. Hier ist Gustav von Fichtental. Wo? Wo seid ihr? Da, wo die Brennöfen sind. Wo die Brennöfen sind. Okay. Da hoch den Steig und dann hier rechts rum. Oh, jetzt verklicke ich mich auch noch. Der rennt gerade rings um die Mauer ringsum. Alles an. Ich kill ihn schon mal. Nee, außerhalb der Judgment darfst du das noch machen. Achso. Hab ich verschossen. Es sei denn natürlich, beleidigt irgendwie oder macht irgendwas. Er steht direkt bei unserem Clan drauf hier. Wo seid ihr jetzt? Immer weiter rechts rumlaufen. Wenn du oben auf Mauer bist, rechts rumlaufen. Er ist bei Solen unten schon. Am Tor? Nee, noch nicht ganz unten am Tor. Aber kurz davor. Okay. Aber draußen die Holzbaracken sind vor unserem Eingang bei Solen. Mhm. Soling, Nordrhein-Westfalen, das ist der neue ist. Ah, nee. 212 Stunden insgesamt. Neu ist er. Wo ist er jetzt? Immer nur noch da, wo wir sind. Ja, witzig. Da ist so eine Holzbaracke, hinter der Holzbaracke, also zurückwärts, Stück hoch wieder Richtung dem. Die Bäume sind, die hier stehen. Das steht egal. Wenn du auf der Mauer bist. Was für eine Rüstung hat er an? Gar keine. Wenn du auf der Mauer bist. Aber dürfen wir doch noch gar nicht. Nur vorbereiten. Ich sehe euch nicht. Das ist, wenn du auf der Mauer bist, beim Solen-Eingang, ne? Ja, ich bin am Tor. Okay, dann links rum. Den oben. Links rum. Ja, hier. Ja, wir sehen dich gleich. Wenn wir weiter links laufen, dann siehst du uns gleich. Ihr dürft ihn aber ausbuhen, gell? Mit diesem Schreidings da. Hier, wo der Typ zeigt und pfeift. Eindringlinge. Und wenn er in unserem... Oh, er ist weg. Er hat sich ausgelockt. Okay, der hat gespäht auf jeden Fall. Wo hat er sich ausgelockt? Lauf da bitte hin und stell dich da auf den Punkt. Passt aber auf, dass ihr hier nicht reinfallt. In die Dinger. Ich hol was. Weil ich glaube, das ist Kriegsvorbereitung. Mhm. Und zwar hat er sich hier ausgelockt, hier. Ja, warte, ich hol was, ich komme gleich. Pass gut auf dich auf, nicht, dass er gleich wieder reinkommt. Es kann natürlich auch sein, dass er DC hatte, ne? Mhm. Ja, dann geh du mit und gib ihm Deckung. Nein, ich rüst mich um. Ich rüst mich halt um schnell. Ich hab schon Pfeil in sich. Er hatte nichts angehabt, deswegen nehme ich meine ganzen
Was die Sache da auftaucht, ne? Wäre nichts. Ja. Was essen. Weil der ist ja nämlich einmal komplett rings umgelaufen, ne? Mhm. Hat nämlich da vorne angefangen, kam einmal rum und hat hier wieder aufgelaufen. Ja. Ganz dummes Ziel. Ja, das wird halt abend Krieg geben. Da drauf sind wir vorbereitet. Ja, aber habe ich dir nicht gesagt, dass da noch irgendwelche Spionen oder irgendwas kommt? Wie hieß der nochmal? Gustav? Gustav Fichtenthal. Okay, der war hier. Hier hat er. Ja, okay. Okay. Jetzt Frage, welches Feld? Ja, das ist die Frage. Das, wo ich stehe? Das Feld oder eins weiter vorne? Das kann ich nicht mehr so genau sagen, du. Das ist schlecht. Sehr schlecht als Kämpfer. Also er stand auf jeden Fall nicht hinter dem Bäumchen. Ich habe ihn direkt gesehen. Da! Nochmal zurück, Schatz. Nochmal zurück. Ungefähr da stand er, glaube ich. Ja. Also er stand nicht direkt auf dem Weg. Oder hier. Ja. Wo ich stehe. Ungefähr so, muss er gestanden haben, ja. Ja, da wo dein Männer oder da wo ich? Was willst du machen? Ich will jetzt gleich zweimal Erde abnehmen, eine Bärenfalle hinlegen, zweimal Erde hinschütten. Was, wenn wir da halt reinrennen? Und wenn er sich einloggt, rennt er in eine Bärenfalle und ist tot. Das ist gut. Ja, aber er kann sich auch nach Hause gebetet haben, ne? Ich hab gedacht, ihr habt ihn beobachtet. Ja, der war mit einmal weg gewesen. Ja, hat er gebetet, das sieht man ja. Er stand fest rum. Gustav Fichtenthal, ne? Nee, er ist draußen. Nee, so gebetet hat er nicht, nee. Er ist draußen. Gut. Er hat sich ausgelockt. Ich könnte jetzt natürlich die Aufnahme kurz beenden und könnte ja gucken, wo er sich ihn ausgelockt hat. Nein, warte, ich warte auch mit der Falle. Wir wissen jetzt, wo er hier war. Wir können später noch, wenn der Raven da ist, nicht, dass auch einer von uns nachher in so eine Falle reinrennt, weil da bist du gleich instant tot, wenn du keine Platte anhast. Er hat nämlich alles hier abgespäht hier, komplett hier. Lauf nochmal einmal rings, dass da keiner ist. Ja, nee, ich laufe da jetzt nicht ringsum. Ich bete mich nach Hause und hol mir ein Pferd. Nein, ich meine, ich laufe oben auf der Mauer rings. Achso, ja, geh mal Holz holen, wir machen was Sinnvolles. Eben, ich höre dich stöhnen, Schatzi. Hm? Hab ich da oben stöhnen gehört? Aus der Holz. Woher gehört ihr denn hier, dieser Gustav von... Gustav Fichtenthal, keine Ahnung, zu wem der gehört. Nachher Raven sagen. Ja. Raven, die zeigen Oberswander! Sollen wir Bärenfallen auslegen? Da hat er sich ausgelockt. Weichholz brauchen wir alles gerade nicht. Bleib jetzt trotzdem mal hier oben stehen und pass drauf auf, dass er nicht wieder online kommt. Ja. Ich renne immer mit meiner Axt rum hier, was ist das denn? Aber wieder vorne an die Stelle ran, wo ich. Bösen Leute, sie kommen einfach zu uns. Komm hier zu mir. Mehr rechts. Weil das hier ist alles Weichholz. Und guck mal, wie schön viel Glück wir haben, weil hier hatte ich letztens aufgehört. Mit Arbeiten. Und das ist Hartholz. Das ist Hartholz? Ich schnapp dir eine Säge und Sägbretter. Irgendwo hier oben habe ich auch nur ein Hartholz. Soll ich auch nochmal verknuspern? Ja, nee, mach mal lieber immer zusammen, bleib mal zusammen, falls was kommt. Ich meine, angreifen dürfen sie uns ja. Und wenn jetzt hier Russen, Italiener und was weiß ich, wie viele Gruppen und Leute auf dem Server rumstreifen, ist schon besser, wenn wir zusammenbleiben.
Deswegen, ja, die Russen, die greifen sowieso schon an. Ich würde es halt immer so machen in der Gruppe. Wir fällen einen Baum, machen den fertig, sägen den auseinander, machen alle unser Inventar voll, beten uns zusammen rüber und gehen wieder zusammen los. Richtig. Dann sind wir sicherer. Habe ich jetzt richtig gerechnet für das Wetter? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich glaube ja. So was war auch, du Arsch. Hier war das, aus, ne? Ja, ja. Nehmen wir es einfach aus, du. Schweinehunde, die. Das war gleich vernichten. Deswegen bleibe ich auch in Kampfstellung, falls irgendwas. So, jetzt ist alle Balle. Ach, das werden wir nicht mehr sägen. Müssen wir den nächsten Baum suchen. Was, ich bin schon voll? So, ja. Also ich habe hier irgendwo noch mal so ein Brett gehabt, hier so ein Holzbalk, so ein Hartholz, ne? Was du gefällt hattest, mal vor Tagen. Nee, erst vorhin. Ach so, hier vorne, da liegt eins, damit habe ich mein Ding markiert. Meine Mine, hoffentlich ist das nicht weggemacht worden. Eigentlich habe ich hier einen Baum gefällt. Dann mit dem Pferd irgendwo hier rum. Ja, wenn du mit dem Pferd unterwegs warst, da kann es sein, dass du viel, viel weiter weg warst. Nee, das war gleich hier vorne eigentlich irgendwo gewesen. Guck, da vorne, da liegt ein Baumstamm. In die Richtung, wo ich guck. Das ist der, womit ich meine Mine markiert habe. Mhm. Den bitte nicht wegsägen. Nö. Och, schnell hin, lossägen. Ein. Ja, da ist nämlich die Mine. Okay, mal gucken, was ist das für ein Baum? Ich hatte irgendwo hier, hatte ich doch in diesem Wald hier, habe ich mal ein paar Bäume gesucht und habe ich einen gefunden. Wann? Den habe ich vorhin eben gewesen, wo ich da die Kiste machen wollte. So, was ist das? Ahorn. Ahorn ist hart oder weich? Ahorn ist hart. Dann hau mal weg, die Scheiße. So, Axt. Warte, das war nicht so viel dauernd umrüsten müssen, weil wir ja auch Waffen tragen. Ich hab unten meine Beine drin. Du fällst, okay? Mhm. Hier, Baum, komm zurück. Irgendwo, genau hier irgendwo muss es gewesen sein, habe ich einen abgeholt. Findet sich wieder oder nicht? Wir stolpern mal drüber. Okay, also was war das? Ich fäll, ne? Ja, ich schaufel, du fällst. Ich fall um. Also mein Schild eigentlich weggelassen, ne? Und da der Bogen mir jetzt gerade herzlich wenig bringt, nehme ich das Ding hier. Den weg hier. Den dahin. So, jetzt habe ich das Schild, die Säge und die Axt ausgerüstet. Und habe unten noch die kleine Streitaxt. Wie war das? Ja, weil dann können wir beide sägen. Einer fällt, einer schaut den Stumpf weg. Und dann haben Richtig. Wir jeder eine Waffe, wenigstens zwei Waffen zum Kämpfen. Richtig. Du halt Waffe und Schild. Also den kann man nicht mehr. Und dann halt drauf gucken, dass du aufhörst mit Sägen, bevor dein Inventar wirklich komplett voll ist. Also das Doppelte sonst. Von der weißen Zahl. Mhm. Ich kann da 2 Minuten nichts mit anfangen. Sägen, ich kann sägen. Weil du gefällt hast, ist er 2 Minuten lang blockiert. Ja. Dann haben wir ein Problem. Aber ganz gewaltig. Und dann ergeben wir uns einfach. Ne. Bestimmt nicht. Ja, wobei vielleicht. Naja, ich könnte ja sagen, wir zu verhandeln, okay? Ich sag dann, ihr kriegt 100 Silberböbel. Wenn ihr friedlich von dannen zieht.
sage ja, wir nein, können, dann erhöhe ich es auf 400 Bourbon. Wir können das ja so machen, wir können ja am Eingang können wir Bärenfallen auflegen, ganz viele. Ja, aber die siehst du. Ach, die siehst du? Ja. Verbuddeln. Deswegen verbuddeln. Ja gut, wie gesagt, verbuddeln. Dann sagen, okay, wir verhandeln, kommt rein, ja so. Und dann alle zu, dann ups. So, jetzt den hier. Erstmal mach, tu immer unter Naturkunde, Rechtsklick, Naturkunde, Baum untersuchen. Dann tust halt auch nach und nach dich hochskillen. 57. Okay. Und dann siehst du auch, welche Qualität der Baum hat. Und so, weil wenn es ein richtig guter ist, dann erstmal nicht umhauen oder halt für gutes Zeug mitnehmen. Aber wir brauchen okay. Gerade schlechtes. Ja, und wenn wir nachher in den Krieg oder sonst wie, kriegt jeder von euch noch 5 Bärenfallen in die Hand gedrückt von mir. Das ist gut. Ja, wenn wir irgendwo angreifen, da können wir dann unsere Flanken da, auf die Art sichern. Einfach die Bärenfallen auf den Boden schmeißen und... Das erinnert. Das ist ja das, was Raven machen will, eventuell später irgendwann mal, wenn der komplette Graben besteht. Boah, du bist schon. Du hast ein Echo. Achso, jetzt nicht mehr. Entschuldigung. Geht's jetzt? Ja. Das ist ja, glaube ich, das, was Raven machen will, wenn wir der Graben fertig ist. Das war mal. Das war mal. Der hat ja vorhin okay, ich bin fertig. 7 Bretter habe ich jetzt drin. Ich rüste mich mal umgekehrt aus, das heißt, ich nehme die Schaufel. Dann kannst du nämlich danach die Bretter und die Bäume nehmen. Ich glaube echt, dass der dies. Der soll los wiederkommen. Ich bin voll, ja. Oder wie? Ja, ich bin voll, das habe ich mir jetzt. Achso! Ich rede und rede und man hört mich ja gar nicht. Ich bin voll und habe hier die Schaufel ausgerüstet. Das können wir das so umgekehrt machen. Damit du auch voll wirst, damit du halt schnell an die Bäume rankommst. Warte. Oh, das wird so ein gutes Feeling, wenn wir getrennt nachher sind in den Räumen. Mhm. So. Oh, der hier sieht sehr gut aus. Ich glaube, den lass mal stehen. Was hat der? 88, ja, den lass mal erstmal stehen. Mhm. Haben Sie die Wissenschaft? Weil guck mal hoch, wenn der Baum so aussieht, kaum was schön mit Blättern voll ist und gesunde Äste, dann ist schon eine gute Qualität. Wenn du den hier anguckst, da fehlen voll viel Blätter und so krüppelige Äste dran und so, dann ist schlechte Qualität. Ah, das muss man schon erkennen, geil. Ja. Schon super gemacht auf die Details, ne? So. Ich habe mein eigenes Studio hier, weißt du, deswegen. Mhm. Okay, cool. Dann wird es auch vom Reden her viel besser, weil dann sitzt man nicht zusammen, sondern jeder getrennt im Raum. Und dann klappt das viel besser dann. Und ich freue mich schon, wenn ich dann wieder Dead by Daylight aufnehmen kann. Das ist ja übrigens auch ein Spiel für Dead by Daylight, da kannst du deine Wut und alles rauslassen. Okay. Haben der Arsch jetzt endlich mal online kommen? Ich will auf ihn schießen. Ja, Tor, halt, warte mal, bevor du rausgehst. Nee, nach. Toll. Was? Was ist denn das da unten? Was? Das komische Böpsel da unten zwischen den Bäumen, siehst du das? Weiße? Also in die Richtung, wo ich hingucke, hier, guck. Ja, da die Richtung. Ja? Zwischen die Bäume, was ist denn das für ein Böpsel? Wo denn? Wir laufen jetzt direkt drauf zu. Meinst du den Baumstamm? Ist das ein Baumstamm? Hier sind Baumstämme, oh, gut zu wissen, guck mal. Ach, da liegt ein Baumstamm. Nicht nur einer, da drüben liegt noch einer.
Da liegt einer, da drüben liegen zwei. Gut zu wissen, braucht man dann gar nicht mal so viel fällen, können wir gleich sägen gehen. Wer hat denn den die Weg gefällt hier? Keine Ahnung, ist mir egal, nehmen wir nachher alles mit. Ah, hier liegen zwei. Was? Sag ich doch. Ach so, hast du schon. So hört man mir zu. So hört ja. man mir zu. Echt wahr, das ist ja übel. So, jetzt muss ich mich nach Hause beten, wie das denn? Achso, 7. Na, Schaffis, bin ich gläubig? Ja! Steh voll Rand. Nicht gläubig, gläubig. Gläubig. Ich toll, ich stehe auf dem Bett. Das ist ja ein cooler Glaube. Ich hab die Betten heute erst so. Mann. Gar nicht wahr. Doch. Für Strafe könnt ihr euch euer Abendessen selber kochen. Also 10 Bretter kann ich tragen momentan. Ist ja Arnold. Und Gustav von Finkenthal. Ach, Finkenthal. Und jetzt guckt gleich mal. Bitte nicht, keiner reinrennen. Ich stelle jetzt direkt vor mich hin eine Bärenfalle. Guck, die sieht man voll. Ja, okay, es ist blöd. Deswegen eingraben. Also, liebe Kinder, ihr habt's gehört, wenn ihr einen Bärenfall aufstellt für eure Eltern, immer eingraben. Nicht zu tief. Richtig. 2 Schaufeln sollten reichen. So, hast du dich abgeladen? Nee. Ich bin abgeladen. Ich abgeladen? Echt? Okay. So, ich bin leer. Gut, dann gehen wir wieder los. Ich wette mit euch, geh hier weg, dann kommt ihr wieder. Was? Oder... Geh weg, dann kommt der bestimmt online. Dani, was? Ups. Wie bitte? Ich sagte, geh ich jetzt hier weg, dann kommt der Typ bestimmt wieder online. Da ist er! Nein. Das ist ein Busch. Oh, wir rennt da! Er greift ihn! Seht euch! Oh, schieß mal einen Pfeil! da winkt sie. Keine Ahnung. Irgendwo da oben. Das ist gut. Voll die Ritter mit einer Dings hier, mit einer Schaufel hinten drauf. Weil die Ritter mit einer Schaufel hinten drauf, ne? Ritter Schaufellott. So, schön, ist eingefallen. Das ist scheiße, oder? Nee, ist gut. Ich wollte es, dass das vor der Judgment zu ist. Ah. Hier im Prinzip geradeaus, das Feld, wo ich jetzt drauf stehe. Da einfach gerade Stollen rein, bis das Erz kommt. Da ist 79er Qualität. Nice. Und ich führe den Stollen immer so, gerade rein, ein Feld, dann nach links, dann wieder ein Feld gerade rein, wieder nach links. Das fällt dann ja immer wieder ein. Und so nehme ich das ganze Erz erstmal auf der linken Seite, auf der Ebene halt raus. Und schon gut was getroffen. Ich hoffe, ich finde bald 80er oder besser. Dann arbeite ich mich langsam auf das richtig geile Erz zu. Na, unten liegt auch ein Baumstamm. Hier wisst ihr auch was. Auf der Straßenseite. Okay. Wofür er sich, ausgelockt hat, dass er sich, da als Markierung hingestellt hat. Dass er weiß, greifen wir an heute Abend. Er hat sich schnell ausgelockt, weil er Angst hatte, weil hier so viele rumgesprungen sind. Natürlich auch sein, ja. Ja gut, wie gesagt, wenn er nachher gleich kommt hier, unser König. Momentan hat er... Du kannst doch auch gleich sägen. Achso, ja richtig. Wir brauchen ja jetzt eine ganze Weile nichts fällen, wir haben ja genug Baumstämme. Dann sägen.
Aber ich verlasse den Posten hier trotzdem. Ja, nee, nee. Dann steh dir die Beine in den Bauch. Will den Bauch schießen. Toll, beide Segen Duett. So. Yeah, chip, wie die Freaks. Dachte man, tanzt im Segen-Duett. Oh, ich bin fertig mit dem Segen? Was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Duett, hä? Duett? Was ist mit dem Duett? Ich dachte, man tanzt im Duett. Nicht, dass man im Duett auch noch Segen tut. Ey, cool, ich säg noch. Da war aber schon nichts mehr. Wie Querstück. Ich merke mir das hier, die Stelle. Ab. Plumps. Und da. Voll. Und ich brauche noch ein siebtes Brett. Ja, habe ich. So, dann wir beten, ne? Auch voll? Ich bin voll, ja. Wollen wir die Hände? Aber schon hart, aber ich gebe ihm nie. Hoffentlich geht das Beten. Achso, du hörst mich ja wieder nicht. Ach, ich rede und rede, du hörst mich nicht. Was? Ich bin bei dir in deinem Bett? Wie das denn? Nee, man spawnt nicht in seinem Bett. Zufälliges. Deswegen habe ich mir auch kein Bett hier reingestellt. Weil sonst wäre noch ein Raum, wo man zufällig spawnt. Das ist doch kacke. Ah. Also ich brauche kein Bett. Aber im Nachbarbett. Ups. Ich lock mich ja eh immer. Dinge aus. Oh, erste voll. Und was ist mit den Rädern? Zwei Bretter fehlen hier noch. Ja, gehen wir nochmal los. Bevor es dunkel wird, vielleicht kriegen wir genug zusammen für einen Karren.